Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Wir haben zwar die erste Chance gegen uns gehabt nach der Ecke, die knapp über dem Pfosten über die Latte geht, aber eigentlich war die Mannschaft von Anfang an voll da. Wir haben das sofort gespürt, die Jungs sind alle, aber komplett alle an Bord. Und dementsprechend haben wir auch gut angefangen. Auch das Tor dann natürlich durch Rufen war natürlich dann nochmal ein richtiger Push. Und dann haben wir, glaube ich, eine sehr gute Phase, wo wir eine gute Kontrolle haben. Man kann, glaube ich, auch Konter besser ausspielen. Wir hatten schon 1, 2, 3, 4 Angriffe in der ersten Halbzeit, die wir dann leichtfertig vergeben haben. Hamburg hat natürlich mehr vom Spiel, mehr Spielanteile, das war uns vorher klar. Das haben wir auch nicht anders erwartet. Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir immer mal wieder Phasen, wo wir ein bisschen zu tief standen, wo wir dann nicht rausgekommen sind, auch wie das Tor fällt. Und trotzdem haben wir 3, 4, 5 richtig starke Angriffe, wo auch das 2-0 fallen kann. Gerade die Situation mit Manuel Torres an die Latte, danach die Vinazarov mit dem Schuss, das war Millimeter. Und wir haben hier auswärts 2 Tore geschossen. Wäre natürlich schön gewesen, klar. Aber letzten Endes sind wir hier mit dem Ergebnis zufrieden, dass wir nicht hier aus dem Stadion gehen und sagen, wir haben es im Hinspiel schon alles erledigt. Das war uns klar. Es war klar, es bleibt spannend bis zum Schluss. Wir haben uns eine Ausgangssituation hier erkämpft, die richtig, richtig gut ist. Ja, ein 1-1, ein Auswärtstor hier vor der Kulisse war es ein richtig mutiger, ein richtig guter Auftritt meiner Mannschaft. Und jetzt freuen wir uns auf den Montag. Das ist der Ausblick auf den Montag, wo es wieder um Kleinigkeiten geht, wo es wieder um jeden einzelnen Zweikampf geht. Das war ein sehr, sehr intensives Spiel von beiden Mannschaften. Ich glaube, dass es auch ein richtig tolles, sehenswertes Spiel war. Und jetzt freuen wir uns in Karlsruhe auf Hamburg mit unseren Zuschauern im Rücken ein tolles Spiel zu machen. Danke sehr. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.